Regierungschef Stellvertreter Dr. Thomas Wiffelhofer. Geschlauchter Herr Prinz, sehr geehrte Frau Stiftungsratspräsidentin, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrter Herr Kurator, sehr geehrter Herr Vereinsvorsitzender des Historischen Vereins. Das Jahr 1938 war eigentlich ein richtiges Schicksalsjahr für Liechtenstein. Die Sonderausstellung Anschluss oder weiterhin souverän, Liechtenstein 1938, ruft uns die dramatischen Geschehnisse vor 75 Jahren in Erinnerung. Es ist mir eine Ehre, Ihnen zur Eröffnung dieser wichtigen Ausstellung die Grußworte der Regierung überbringen zu dürfen. Was wäre, wenn? Mit dieser Frage versuchen wir uns vorzustellen, wie es wäre, wenn unsere Geschichte in diesem Schicksalsjahr einen anderen Verlauf genommen hätte. Alle Szenarien führen zum gleichen Schluss. Gott sei Dank hat unser Land die Bedrohungen vor und während des Zweiten Weltkriegs heil überstanden und seine Souveränität bewahrt. Was wäre, wenn? Diese Frage stellt man sich auch vor Entscheidungen, um deren Tragweite und Folgen abzuschätzen. Man versucht, alle Möglichkeiten in die Entscheidung einzubeziehen, und doch bleibt immer die Ungewissheit, ob wirklich alles bedacht wurde. Die Ungewissheit war im Jahre 1938 und auch in den folgenden Jahren die ständige Begleiterin der damaligen politischen Akteure. Die Mitglieder der Regierung und des Landtags waren nicht zu beneiden. Auf ihnen lastete die Verantwortung für Sein oder Nichtsein des Fürstentums Liechtenstein. Wenn wir zurückschauen auf das Jahr 1938, dann können wir das aus der Warte unseres heutigen Wissens, aus der Sicherheit eines geeinten und friedlichen Europas tun. Es fällt uns leicht, in der Rückschau in richtig und falsch einzuteilen, zu bewerten und zu beurteilen. Die politischen Akteure des Jahres 1938 hatten diese Möglichkeit nicht. Jede Entscheidung konnte weitreichende und ungeahnte Folgen haben. Auch wenn wir uns gedanklich in das Leben im Jahr 1938 zurückversetzen, können wir doch nur erahnen, wie bedrohlich diese Zeitepoche für das ganze Volk war und wie immens der Druck, der auf den politischen Akteuren lastete. Das Liechtenstein des Jahres 1938 wird von der Wirtschaftskrise gebeutelt. Viele der etwas mehr als 10.000 Einwohner leiden unter Arbeitslosigkeit, Armut und Aussichtslosigkeit. Die Politik in Deutschland wird mit Besorgnis verfolgt. Im März des Jahres 1938 verdichten sich die Ereignisse zu einer unglaublichen Dramatik und Bedrohung. Liechtenstein ist in unmittelbarer Anschlussgefahr, als Hitler am 11. März die österreichische Regierung stürzt. Am 15. März verkündet Hitler die Wiedervereinigung Deutschlands und Österreichs während einer Parade in Wien. Die Iden des März. Wie bewahrheitet sich an diesem Tag durch diese Metapher für kommendes Unheil? Ebenfalls am 15. März findet in Liechtenstein eine denkwürdige Landtagssitzung statt. Zur äußeren Bedrohung, die das politische Zusammenstehen aller erfordert, kommt die innere Bedrohung durch die Forderungen der Oppositionspartei für mehr politische Mitsprache. Die Politiker sind aufs Äußerste gefordert. Gegen außen gilt es, durch vorsichtiges Agieren das Schicksal einer Übernahme abzuwenden. Gegen innen muss der Parteifrieden hergestellt werden, was mit der Parteifriedensvereinbarung vom 21. März und mit der Koalition der beiden Parteien am 30. März auch gelingt. Es würde den Rahmen dieser Begrüßungsworte sprengen, wenn ich die Komplexität der Geschehnisse im März des Jahres 1938 und das Maß der Bedrohung unserer Souveränität auch nur ansatzweise wiedergeben wollte. Diese Sonderausstellung des Landesmuseums wird den März des Jahres 1938 vertieft beleuchten. Der Titel der Ausstellung führt uns auch zur Frage, wie gefestigt und von anderen Staaten anerkannt unsere Souveränität ist, die wir heute als so selbstverständlich hinnehmen. Denn es ist eben nicht selbstverständlich, dass ein Kleinstaat wie Liechtenstein seine Souveränität über die Jahrhunderte hinweg bewahren konnte. Dafür brauchte es politisches Geschick für die Absicherung der Souveränität, ebenso wie Nachbarstaaten, die die Souveränität des Kleinstaats anerkennen und achten. Die Absicherung und Anerkennung der Souveränität durch andere Staaten ist eines der wichtigsten Ziele der liechtensteinischen Außenpolitik. Wie wichtig dieses Ziel ist,
belegt eine Diskussion im UNO-Sicherheitsrat im Jahre 1949 zur Feststellung der Souveränität Liechtensteins. Anlass für diese Souveränitätsprüfung war das Gesuch Liechtensteins, Mitglied des Internationalen Gerichtshofs zu werden. Liechtenstein wird zwar mit 9 befürwortenden Stimmen und 2 Enthaltungen in den Internationalen Gerichtshof aufgenommen, aber die 2 kritischen Stimmen erachteten die Souveränität Liechtensteins als nicht gegeben. Liechtenstein habe keine eigene Post, keine eigene Währung, sei auch im Zoll nicht unabhängig und auch seine Auslandsvertretung werde von der Schweiz wahrgenommen. Souveränität ist mehr als eigene Post und Währung. Souveränität bedeutet Selbstbestimmung. Souveränität bedeutet, keinem fremden Willen unterworfen zu sein. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Liechtenstein seine Souveränität mit verschiedenen Verträgen und Mitgliedschaften abgesichert. Die wichtigsten sind der Beitritt zum Europarat 1978, der UNO-Beitritt 1990 und die Mitgliedschaft beim Europäischen Wirtschaftsraum und der Welthandelsorganisation im Jahr 1995. Im Jahr 1938 war unsere Souveränität in höchstem Maße bedroht. Die Anschlussgefahr war erst mit Kriegsende gebannt. Nie zuvor war die Existenz als eigener Staat so in Frage gestellt. Hoffen wir, dass auch in Zukunft so etwas nie wieder möglich sein wird. Es ist mir ein großes Anliegen, an dieser Stelle Herrn Direktor Vollkommer und Herrn Donat Büchel als Kurator und allen Beteiligten, die bei der Realisierung der Ausstellung Anschluss oder weiterhin souverän Liechtenstein 1938 mitgewirkt haben, recht herzlich zu danken. Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich eine eindrückliche Begegnung mit einem denkwürdigen Kapitel unserer Geschichte und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.